Es gibt hier also noch die US-Konjunkturzahl, die besser ausfällt als erwartet. Der ISM-Index für das nicht verarbeitende Gewerbe dürfte am heutigen Nachmittag der erste Wert seit einiger Zeit gewesen sein, der die Erwartungen der Börsianer nicht enttäuscht. Er fiel nämlich mit 53,7 Punkten sowohl etwas besser aus als im Vormonat, als auch besser, als die Experten erwartet hatten. Und das hilft dem deutschen Aktienindex oder half dem deutschen Aktienindex unmittelbar nach Veröffentlichung leicht ins Plus. Aktuell allerdings, wenige Minuten vor dem Ende des Handelstages, liegt der DAX ziemlich genau dort, wo er auch den gestrigen Handelstag beendet hat, nämlich bei 5.978 Zählern. Nach wie vor warten wir auf Ergebnisse von dem um 13 Uhr begonnenen Meeting der Telefonkonferenz der G7-Finanzminister und Notenbankchefs. Es soll wohl in erster Linie um Spanien gehen. Einige Marktteilnehmer spekulieren aber auch darauf, dass eine konzertierte Aktion der Notenbanken verabredet werden könnte. Möglicherweise weitere Aufkäufe von Anleihen. Warten wir es ab, was von dieser Seite zu hören sein wird. Interessant am Nachmittag insbesondere bei den DAX-Werten die Bewegung bei MAN. Die Aktie gewinnt nun mehr als 9%, ist damit mit Abstand größter Gewinner im deutschen Aktienindex. Volkswagen hat am Nachmittag bekannt gegeben, dass man den Anteil an MAN auf über 75% erhöht hat. Man strebt nun einen sogenannten Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag an. Für die Aktionäre von MAN würde das bedeuten, dass man ein Übernahmeangebot bekommt oder alternativ eine Garantiedividende. Und das scheint für viele Anleger offenbar eine reizvolle Aussicht zu sein. MAN, wie gesagt, jetzt über 85 Euro mit einem Plus von 9,2% unterwegs. Heidelberg Zement, Deutsche Börse, Deutsche Lufthansa, das sind die größten Verlierer im DAX mit Abschlägen von etwas weniger als 1%.